Begrüße das Gemüse Champions League. Desabberg gegen FC Arsenal. Willkommen zu FIFA 20 Karriere mit dem DSV Hartberg. So, Rückrunde in der Gruppenphase. Zuletzt in London mit 2:1 nur knapp verloren. Mal sehen, was heute geht. Aber zunächst wie immer die Hymne der Champions League. Ja, das war Berg gegen Arsenal London. Los geht's. Wir spielen heute in einer Dreierkette. Mit einer Dreierkette. Wir brauchen Punkte. Oh. Wir müssen gewinnen. Sonst sind uns bald die anderen auf den Fersen. Na geh. Vorteil war schon lange aus, Havara. Das kann es jetzt nicht sein, oder? So, aufgepasst, bitte. Was passiert hier gerade? 1:0 Arsenal. Ja, eingeleitet von Svete mit dem ja, Fehlwurf. Wow, schon wieder. Wieder im Rückstand, wieder gegen Arsenal. Ja. Wahnsinn, da spielst du gegen Barcelona, gegen Wolfsburg, schlägst diese 4:0. Aber noch sind wir Erster bei jetzigem Stand. Noch ist alles offen. Aber der Ausbau auf 9 Punkte wäre schon gut, Rijkaard. Ja, der Ausbau auf 9 Punkte wäre schon nicht schlecht. Boah. Oh, das ist unglaublich. Da reagiert die Kreistaste so spät und dann ist er Schmetter, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ach, geh. So. Und wieder verschießt der Gegner einen Elfmeter. Barcelona und jetzt auch Arsenal. Wahnsinn! Aber er hätte oder hat die Ecke richtig geraten. Er wäre sogar dran gewesen. Jürgen Heil auf Riesenbichler. Oh ja, da war zuerst der Ball gespielt. Ah.
Es ist so schwierig, gegen diese englische Abwehr zu spielen. Boah, das war schön gespielt. Jetzt da! Oh, wie lang das er braucht, aber war ja abseits. Ah, shit. Ah, Hartberg versuchte es mit allen Mitteln. Man will ihn ausgeschießen. Kommt aber irgendwie nicht durch. Ja, 2:0. Wieder Mané. Wieder 2:0 hinten gegen Arsenal. Ja, das Team ist gut unterwegs, sehr stark, diese Arsenal-Mannschaft. Wo der Friesenbichler, Alter, der rennt immer so weit. Ach Gott, na. Ah, gut gemacht von Raikereb. Jetzt da Tadic! Boah! 2:1. Der Anschlusstreffer. Und Tadic trifft. Und macht sein drittes Champions League Tor im vierten Spiel. Ja, Hoffnung lebt. Alles ist möglich. Ja, die sind halt, da magst du nicht mithalten. Von der Geschwindigkeit her zumindest. Aha. Ah, gut gemacht von Raikereb. Riesenbichler auf. Tadic! Nein, ja! Tor! 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 2:2! Otto Weise! Der Jugendspieler macht es. Boah, Tadic zunächst an die Stange. Und Otto Weise steht hier goldrichtig. Und haut ihn nochmal ins Netz. Der Ausgleich. Verdient. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Erstes Tor Champions League. Otto Weise. Unglaublich. Alles wieder offen. Das Spiel beginnt von vorne.
Ah, jetzt da aufpassen. Albu. Riesenbichler, Tor! Nein, kein Tor. Oh. Außennetz. Jürgen Heil war es, glaube ich. Ah, das hätte gesessen. Das hätte gesessen. Das hätte Arsenal wehgetan. Vor der Pause. Oh. Aber dennoch, gutes Spiel. 2:2 unentschieden. Barcelona, Wolfsburg 1:1. Ja, wenn es so bleibt, ist sehr gut für uns. Wenn es so bleibt. Gute Ausgangsposition. Dann fehlt eigentlich nur mehr noch ein Sieg und dann sind wir durch. Wenn wir jetzt schon gewinnen, dann glaube ich, haben wir in der Gruppe, glaube ich, keine Bedenken mehr. Naja, Barcelona und Wolfsburg, wenn es so bleibt. Ja, zunächst müssen sie uns auch noch schlagen. Riesenbechler, oh, letzten Moment ein Arsenal-Verteidiger. Ja. Albu, aber Leno. Ja, nächstes Spiel Arsenal Wolfsburg. Und wir haben Barcelona auswärts. Ja, auswärts. Ja. Ja, genau. Zweite. So, diesmal patzt er nicht. Na, komm, ja, genau. Er gibt wieder Vorteil. Weise macht das sehr gut heute. Ja, jetzt wird das Spiel etwas härter. Mehr. Ah! Zweikämpfe. Aggressiver. Ja, Arsenal. Tadic! Na, Glück im Unglück. Riesenbechler! Boah! Also, was für eine spannende, tolle Partie! Riesenbechler, jetzt da! Tor!
3:2 die Führung. Kevin Friesenbichler macht das Ding. Hartberg jubelt. Schönes Tor, tolles Ding. Drittes Tor Champions League auch für ihn. So, jetzt gilt es, die Führung auszubauen oder zu behalten. So, ruhig spielen. Im Ballbesitz bleiben, will ich sagen. Und da ist es schon wieder weg. Aber gut gespielt von Huber. So, ruhig bleiben. Schauen, wo Lücken entstehen. Jetzt da. Und Dominguez! Dominguez! 4:2! Das war gut gespielt. Schön gespielt. Ruhig gespielt. Wieder 4 Tore. Das war sehr gut gespielt. Dominguez. Unten. Keine Chance für den Goalie. Wird er noch gehalten. Warte, springt noch. Riesenbichler über den Ball. Dominguez mit seinem 4. Champions League Treffer. So, Repass im Spiel. Auf ihn kommt Thomas Ostrak. So, 10 Minuten noch. Noch ist die Gefahr nicht vorbei. Arsenal. Man sieht, die können sehr schnell 2 Tore schießen. Nicht, wenn wir so gut verteidigen. Jawohl. Aha. So, Lercher. Ah. Da kann man mal versuchen. Und Jürgen Heil. Die Puste ist raus. Und Kröpfel, nein, war es, glaube ich. Ja, Kröpfel war es. Und an die Stange. Oh. Jetzt gibt der TSV noch einmal Gas. Ah, jetzt ist er weg. So, Nachspielzeit. Und das war's. Sieg über Arsenal zu Hause. 4:2 nach einem 0:2 Rückstand. Zurückgekämpft. Ich glaube, der Momentum-Swing war als
Arsenal den Elfer verschossen hat. Da war es, glaube ich, vorbei. Da ging nach vorne für Arsenal fast nichts mehr. Hartberg drängt und drängt, und in der Drangphase machen sie die zwei wichtigen Tore in der ersten Halbzeit. Und danach geht es munter weiter. Wir schauen uns die Tore nochmal an. Zunächst Carvalho. Ja, Fehler vor schon mal von Svete. Ah, das war das. Wo war das? Das war das. Ja. Boah, den Ball. Ah, Mané, zack. Tor. Und dann war es plötzlich leer. Dann war der Elfmeter verschossen und dann. Drangphase. Tadic macht den Anschlusstreffer zum 2:1. Otto Weise. Hier Tadic an die Stange. Weise steht plötzlich goldrichtig. Und macht das 2:2. Kein Abseits. Dann wieder. Hartberg gibt alles, versucht alles. Und Kevin Friesenbichler schießt die Hartberger mal zur Führung. Noch ist nicht vorbei, wieder 10 Minuten später, dann schön rausgespielt. Der Genickbruch für Arsenal. 4:2 der Endstand hier. Wow, schönes Ding. Gut geschossen von Dominguez. 4:2 der Endstand. Wichtige 3 Punkte. Ja. Barcelona gewinnt gegen Wolfsburg. Wichtige 3 Punkte. Wichtige 3 Punkte. Wir schauen uns schnell die Tabelle der Champions League an. 9 Punkte des Hartberg. 7 Punkte Barcelona. 4 Punkte Arsenal, 3 Punkte Wolfsburg. Das heißt, boah, das wird schwierig. Wir können überhaupt noch gar nichts sagen dazu. Denn Wolfsburg, genauso wie Arsenal, kann es noch immer schaffen. Kann dann sein, dass wir am Ende dann doch ganz unten sind, wenn wir jetzt noch zweimal verlieren. Puh. Ja, auch ein Unentschieden. Also ein Sieg muss definitiv ein Sieg her, damit wir fix weiter sind. Das heißt, ein Sieg und wir sind durch. Unentschieden zu wenig, Niederlage zu wenig. Nach jetzigem Stand. Ja. Das war's von dieser Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Aber nicht vergessen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Bussi aufs Bauchi. Euer Lizinator.